Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Lege sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum September-Pop-Up in St. Jakob. Um sowas gab es, als ich und mein Bruder Jugendliche waren, an jedem Fernsehabend heftige Kämpfe. Es ging darum, wer die Fernbedienung in der Hand halten durfte. Hin und her. Wie ist das also mit der Kontrolle? Geht es ohne Kontrolle? Wie wichtig ist sie? Was ist das Gegenteil von Kontrolle? Gibt es eine Alternative? Control singt Zoe Wees und Sie sind heute hier und wir erleben diesen Gottesdienst zu diesem Thema gemeinsam. Wir beten. Gott, hier sind wir mit unseren Versuchen, das Leben in den Griff zu kriegen. Öffne uns die Augen und alle Sinne für das, was du tust. Lass uns staunen über das, was dir möglich ist. Wir hören Worte aus dem 33. Psalm. Durch Gottes Wort wurde der Himmel geschaffen. Durch den Hauch seines Mundes entstand das ganze Heer der Sterne. Er hat das Wasser des Ozeans gesammelt und es zurückgestaut in einen Damm. Er hat den Befehl gegeben und alles war da. Er durchkreuzt den Plan der Völker und vereitelt die Beschlüsse der Nationen. Er schaut vom Himmel herab und sieht uns Menschenkinder. Er hat uns Verstand ins Herz gelegt und beobachtet aufmerksam, was wir tun. Gott wacht über die, die auf seine Güte warten. Ja, Gott. Wir warten auf dich. Wir vertrauen dir. Deine Güte, Gott, soll über uns wachen. Amen. Still got a little bit nervous.
try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am that you are always with me when it hurts. I know that you understand. I don't wanna lose control. Ich will die Kontrolle nicht verlieren. Wenn Zoe Wes das Lied singt, dann spürt man, dass das tief aus ihrer Seele kommt. Keine Frage, ihr habt es wirklich super gemacht. Aber bei ihr finde ich weiß nicht, ob Sie den Originalsong kennen, da schwingt so was Gebrochenes, Leidvolles mit und zugleich so was ganz Kraftvolles, Entschlossenes. Und ich glaube, das liegt an ihrer Biografie. Zoe Wes ist mittlerweile 21, aber in ihrer Kindheit und im Grundschulalter litt sie an Epilepsie. Und das drückt sie auch in diesem Lied aus. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das bedeutet, aber ja, Epilepsie überrollt einen unkontrolliert und man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Es kann zu Krämpfen führen, Schaum vom Mund, man beißt sich auf die Zunge, also ganz dramatisch.
und man verliert komplett die Kontrolle. Und all das verarbeitet Zoe Wes in diesem Lied Control. Und sie dankt ihrer damaligen Lehrerin, dass sie für sie eine große Hilfe war. Ja, die Kontrolle zu verlieren, das kann schmerzhaft sein, das kann peinlich sein oder sogar lebensbedrohlich. Denken wir nur mal an den Kontrollverlust beim Autofahren. Einmal nach einer langen Autofahrt ein kurzer Sekundenschlaf, ja, und schon kann es zu einem dramatischen Unfall kommen. Einmal in einem Wutausbruch die Kontrolle verlieren und Worte raushauen, die einem eigentlich leid tun. Schlimmer vielleicht noch einmal schnell die Hand ausgerutscht oder Gewalt ausgeübt. Und schon ist eine Beziehung verletzt oder vielleicht sogar komplett zerstört. Kontrolle ist also gut. Sie verschafft einen Ruhe und Sicherheit. Kontrolle macht uns handlungsfähig. Und wir haben das Gefühl, wir können Einfluss nehmen. Wie oft habe ich die Hausaufgaben meiner Kinder, als sie klein waren, kontrolliert oder überprüft, ob die Schultasche richtig gepackt war. Und oft genug hatte ich das Gefühl, oh, wenn ich das nicht gemacht hätte, da wäre so manches schiefgelaufen. Ich nehme an, Sie haben auch so Ihre Bereiche, in denen Sie Kontrolle ausüben. Vielleicht sind Sie beruflich in einer Position, in der Sie Kontrolle ausüben müssen. Kontrolle ausüben, das kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Das kostet Kraft. Vor allem, wenn man glaubt, es liegt alles an einem selbst. Alle Verantwortung lastet auf einem. Die andere Seite der Medaille ist das kontrolliert werden. Also, wo es Kontrollierende gibt, gibt es auch Menschen, die kontrolliert werden. Und die meisten Menschen lassen sich gar nicht gern kontrollieren. Sie fühlen sich geradezu eingeengt und unfrei. Wie viel Kontrolle ist also gut und berechtigt? Immerhin gibt es ja das Sprichwort, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Vordergründig geht es hier um das Streben nach Reichtum. Was mir aber auffällt, ist, dass sich bei diesem Mann alles um sich selbst dreht. Er will die Kontrolle über seinen Besitz und letztlich über sein Leben. Wenn ich alles manage, alles kontrolliere, dann geht's mir gut. Dann kann ich mich ausruhen. Dann finde ich Glück und Zufriedenheit. Dann kann ich mein Leben genießen. Ich will mein Leben im Griff haben. Und zugegeben, das klingt ja zunächst nicht schlecht. Nur, was, wenn Krankheit oder Tod kommt, wie bei dem Kornbauern? Zu ihm sagt Gott: Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele fordern.
Was, wenn meine Vorstellungen aus dem Ruder laufen und Schicksalsschläge in mein Leben hineinkommen? Und ich spüre, dass hinter dem Bedürfnis der Kontrolle letztlich das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Glück, nach Frieden liegt. Wir Menschen, wir wollen einfach aufatmen, Ruhe haben, das Leben genießen, so wie der Kornbauer auch. Liebe Seele, nun habe Ruhe, sagt er, sei guten Mutes. Wo findest du Ruhe? Wo findest du einen Ort der Geborgenheit, an dem du alle Kontrolle loslassen kannst? An dem du entspannen und aufatmen kannst? Für mich ist es der Ort bei Gott, der mich einlädt und mir zuspricht: All eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch, 1. Petrus. Der mich ermutigt und sagt: Wirf dein Vertrauen nicht weg, es findet einen großen Lohn, Hebräer 10. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Jesus lädt uns zum Vertrauen ein. Ja, unsere Welt vermittelt oft einen anderen Eindruck. Da geht's drunter und drüber und es gibt genug Entwicklungen und Ereignisse, die uns Angst machen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich daran festhalte, dass Gott in Kontrolle ist. Und damit fahre ich gut, auch wenn ich manchmal Zweifel habe und auch wenn in meinem Leben nicht alles glatt läuft. Aber wer bin ich, dass ich alles managen und kontrollieren könnte? Wie es bei Lukas gleich im Anschluss an das Gleichnis vom Kornbauern heißt: Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Letztlich kann ich nur kapitulieren und sagen: Nee, mit meiner Kraft und mit meiner Kontrolle komme ich an meine Grenzen. Im Gebet dürfen wir uns Gott immer wieder zuwenden, auch mit unserem Zweifel und mit unserem Kleinglauben. Und wir können ihm sagen: Dir will ich vertrauen, auch wider den Augenschein. Du bist Gott, uneingeschränkt gut und allmächtig. Du sollst die Kontrolle über mein Leben haben. Es geht nicht mehr um ich, mich, meiner, mir, wie bei dem Kornbauern, sondern um dich, Gott. Du, Herr, allein. Du bist derjenige, in deine Hände will ich mein Leben legen. Dir vertraue ich. Paul Gerhardt hat es ja in dem Lied wunderbar umgesetzt. In Vers 7, finde ich, drückt er das so auf besondere Weise aus. Da heißt es: auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Ich möchte es gern umstellen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und dabei müssen Kontrolle und Vertrauen aber kein Widerspruch sein. Das wäre zu einfach, das eine gegen das andere auszuspielen. Manches haben wir in der Hand. Und in manchen sind wir auf Gott und andere Menschen angewiesen. Zoe Wies singt eindrücklich von der Kontrolle, die sie haben will. Und doch spielt das Vertrauen bei ihr eine große Rolle. I would never be this strong without you. You've seen how I've grown. You took all my doubt. Ich wäre niemals so stark ohne dich. Du hast gesehen, wie ich gewachsen bin, hast all meine Zweifel genommen.
Sie spricht hier von ihrer Lehrerin, die sie in der Schulzeit unterstützt hat. Ob Zoe Christin ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe in der Lehrerin einen Menschen, den Gott ihr an die Seite gestellt hat. Gottes Hilfe und Fürsorge. Ich darf Kontrolle abgeben. Und dazu, finde ich, braucht es eine Entscheidung. Grundsätzlich, aber auch immer wieder aufs Neue. Ich lasse los und vertraue. Und ich lasse es zu, dass ein anderer meine Hand hält. So drückt es auch Zoe in ihrem Lied aus. I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht dich meine Hand hätte halten lassen. Zoe hat sich entschieden, die ausgestreckte Hand ihrer Lehrerin zu ergreifen. So frage ich Sie zum Schluss: Gibt es Menschen, denen Sie heute wieder neu Ihr Vertrauen schenken wollen? Gibt es Bereiche, in denen Sie Kontrolle abgeben können und wollen? Sind Sie es satt, Ihr eigener Kornbauer zu sein? Wo gab es bei Ihnen zu viel Ich und zu wenig Du? Zu wenig Gott? Ich lade Sie ein, Gott wieder neu heute Ihr Vertrauen entgegenzubringen und Ihr Leben in seine Hand zu legen. Amen. Und Sorgen gute Nacht,
Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Wir beten. Gott, wir wollen loslassen und halten doch fest. Wir wollen die Kontrolle behalten und spüren doch, dass uns vieles entgleitet. Wir wollen alles richtig machen und wissen so oft nicht, was der nächste Schritt ist. Wie auch immer wir entscheiden, du hast dich für uns entschieden. Weil du uns vertraust, können wir dir vertrauen. Deshalb bitten wir, komm dorthin, wo Gewalt und Schrecken und Hass regieren und zu denen, in deren Herzen Wut, Ärger und Aggression wachsen. Komm zu denen, denen nichts anderes übrig bleibt, als sich zu ducken und den Atem anzuhalten. Und zu denen, die hoffen, dass der Terror endlich ein Ende hat. Komm zu den Menschen, die kämpfen gegen Krankheit und Tod, um das Leben von geliebten Menschen, um Zuneigung und Zuwendung. Komm dorthin, wo wir leben. Komm gerade dann, wenn wir uns ratlos und alleine fühlen. Komm gerade dann, wenn wir nicht wissen, wie wir herauskommen aus dem Strudel von Angst, Kränkung und Mutlosigkeit. Komm mit deiner Lebenskraft, die uns mit allen Menschen vor uns und neben uns verbindet, und fülle uns mit deinem Lebensatem. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.